Ich bin genial. Stell dir vor, der Idiot hat alles in bar bezahlt. Alles. Ja, alles. Super, hä? Okay. Alles klar. Wir sehen uns. Tschüss. Wertlos! Das ist wertlos. Völlig wertlos. Der Scheißhund hat das Gutachten gefälscht. Das gibt's ja alles nicht. Kann nicht sein. Mama, vergib mir. Kann nicht mehr. Alle, keine halben Sachen. Hallo, du schöne Frau. Ja, du bist ganz meiner Meinung. Scheiße. Bin ich hier? Hallo? Wer mich so komisch anzogen, bitte? Was? Bist du auch da? Herr Friedrich? Ja. Sie kennen sich. Kann mir jemand erklären? Ich kenne mich nicht aus. Ich hatte einen Unfall. Ich bin total durcheinander. Ich kenne mich nicht aus. Mir ganz klar ist, Victor, du Wichser. Bring dich um, du Arschloch. Meine Herren, sehen Sie sich an. Viel mehr umbringen kann man doch nicht mehr. Und kann mir jemand erklären, was hier los ist? Irgend so ein Idiot hat mich mit dem Auto überfahren. Und wo ist das Handy? Mir ist ein Radfahrer ins Auto gefahren. Und als ich aussteigen wollte, um nachzusehen, ist irgendwas auf mich draufgefallen. Yeah, draufgefallen. Ich bin auf dich draufgefallen. Besser hätte ich das gar nicht machen können. Moment, Moment, was heißt dir draufgefallen? Na, draufgefallen. Baum. Draufgefallen. Wie kann man auf jemanden drauffallen?
Aber das Fenster springt, wenn man sich umbringen will. Wenn kein Flugzeug da ist. Das heißt, dann fällt man auf ihn drauf. Das heißt, ich bin gesponnen. Sie, gesponnen. Sie heißen ja Friedrich? Friedrich. Paul Friedrich. Das heißt, Sie sind gesponnen. Ja. Sie haben mir eine SMS geschickt. Ja. Dann bist du der Wasservogel. Hey, das ist der Wasservogel. Ja, seid ihr alle deppert oder was? Hey, du sag nicht zu mir, dass ich deppert bin, gell? Aus jetzt! Sie haben einen Radfahrer gefahren. Sie haben mich überfahren. Meine Herren. Ja, die Rote, die kenne ich doch. Ich könnte Ihnen etwas zu trinken anbieten, was allerdings nicht viel Sinn hätte. Es würde Ihren Durst nicht stillen. Sie alle haben bereits Ihren Körper verlassen. Deshalb sind Sie hier. Noch was Fragen? Heißt Körper verlassen? Nein, was tue ich da? Was soll ich jetzt vor den Verantwortlichen sprechen, bitte? Wo sind meine Klamotten? Paul! Ja. Mein Lieber, ist Selbstmord ein Ausweg? Und du, Achim, bedeutet Geld wirklich so viel? Gustav, mein Engel, all das Gute, das du tust, würdest du das auch ohne dein Handy tun? Ich habe niemanden, ich will sofort den Verantwortlichen sprechen. Ist das nicht letztendlich jeder selbst? Du, Achim, bist verantwortlich. Und du, Paul. Und auch du, Gustav. Erzählt eure Geschichten. Oh Gott, was hätte ich denn tun sollen? Ich brauche Geld. Ja. Meine Familie braucht Geld. Mein Sohn, der kostet mir das letzte Hemd, bitte. Der geht in eine Privatschule. Und dann noch meine Frau, bitte. Die raubt meinen letzten Nerv mit ihrer Kaufsucht. Was hätte ich tun sollen? Aber hallo Schatz. Natürlich habe ich seinen Geburtstag nicht vergessen. Ich habe da sein Geburtsdatum nicht vergessen. Ist ja mein einziges Kind. Unser Kind. Ja, natürlich besorge ich den Golfschläger. Miettasche. 1400 Euro? Und kann er nicht Minigolf spielen gehen, bitte? Ja, ich kümmere mich schon darum. Nein, war doch nicht so gemein. Alles okay. Moment, Handy läutet, gell? Ist ein wichtiger Anruf, gell? Danke, tschüss. Oh, Immobilienbüro Wolf? Herr Friedrich, schön von Ihnen zu hören. Ja, genau, alles erledigt. Das Gutachten ist perfekt, wie ich Ihnen versprochen habe. Genau, ein Schnäppchen. Sie bekommen von mir ein zukünftiges, sorgenfreies Leben. Ja, da steht alles im Gutachten. Mindestens 6.000 Euro im Monat. Ja, pro Monat. Wir treffen uns, ja, wann? Also wir wollen gleich. Moment, Herr Friedrich, da muss ich nachsehen. Ich habe so viele Kunden momentan im Moment. Ja, das müsste gehen. In 15 Minuten im Café beim Rathaus, wie beim letzten Mal. Alles klar, Herr Friedrich. Bis gleich. Wiedersehen. Bis dann. Herr Kurt, hallo. Ich bin's. Ja, ich brauche das Gutachten. Na jetzt. Alles klar. Wusste ich doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Na passt.
Also, wir sehen uns gleich vor dem Rathaus in 10 Minuten, ja? Ja, ausgezeichnet. Ciao. Schöner Name, Herr Friedrich. Ich darf Ihnen gleich mal das Gutachten geben. Und Herr Friedrich, Sie sind ein Mann, der sich um Ihre Zukunft keine Sorgen mehr machen braucht. Bei mir bekommen Sie etwas für Ihr Geld. Haben Sie das Geld schon überwiesen? Zahlt bar. Sie bezahlen bar? Den gesamten Kaufpreis. Gesamten Kaufpreis. Gut. Kann ich eben so. Keine halben Sachen, das gefällt mir. Haben Sie das gehört mit vielleicht? Okay. Ja. Dankeschön. Während ich vielleicht nachzähle, wenn es Ihnen nicht stört, könnten Sie mir vielleicht da den Vertrag unterschreiben. Hier bitte, hier und hier. Wenn Sie so nett, ja. Bitte schön. Herr Friedrich, ich habe leider keine Zeit, Ihr Gutachten. Ich habe noch andere Geschäfte. Es hat mich gefreut, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Herr Friedrich, Wiedersehen. Keine halben Sachen. Wiedersehen, Herr Friedrich. Hallo Michel. Ich freue mich schon auf heute Abend. Natürlich. Ja, ich liebe dich nicht. Ich liebe meine Frau. Aber auf dich stehe ich. Ja, bis heute Abend. Moment, sie ruft gerade an. Also tschüss, ciao. Hallo mein Liebling, wie geht's da? Ja, ich war gerade auf dem Weg zu meiner Tagung. Ja, ich werde nicht vergessen, die Golftasche und den Ich bin genial. Stell dir vor, der Idiot hat alles in bar bezahlt. Alles. Ja, alles. Super, hm? Okay. Alles klar. Wir sehen uns. Tschüss. Ich konnte doch nicht wissen, dass es dem Herrn Friedrich so schlecht geht. Bei diesem Namen, es tut mir so leid, wenn ich das gewusst hätte, Hartwasser Vogel, mein Vater, er hat gesoffen wie der Lob. Dann hat er geglaubt, dass er mich härter schlagen kann. Bis ihm dann mein Name umgebracht hat. Das hat man vermutlich deswegen gehabt.
Und jetzt liegt sie im Sterben, jetzt braucht sie Operation. Jetzt bin ich dran, dass ich was eben machen soll. Ich hätte nicht anders können. Vergiss mir die Medikamente nicht. Und der Pauli war da. Pepe, mein Freund, sieh her was. Du, Pepe, ist nur das Geschenk. Ich war in 20 Minuten am Bahnhof. Schaffst du das? Ja, passt, super, dann bis nachher. Sehr, was da war, vierte. Kannst du viel verlassen? Na, was ist denn das? Ja, machen wir das. Genau. Okay. Weißt du noch, wie es war? In Kinderzeit. Wunderbar. Die Welt ist wunderbar. Keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Bis du irgendwann begreifst, dass nicht jeder Abschied heißt, es gibt auch ein Wiedersehen. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Es geht kein Weg zurück. Es geht hier im Zorn gesagt, ein Schritt zu weit nach vorn gewagt. Schon ist es vorbei. Was auch immer jetzt getan, was ich gesagt hab, ist gesagt. Und was wie ewig schien, ist schon vergangen. Zum Teufel sind Sie? Sachte, sachte. Den Teufel lassen wir aus dem Spiel. Wer ich bin? Todin nennt man mich. Und ich bin die, die man nicht suchen braucht. Alle laufen sie mir in die Arme. Irgendwann. Aber ich will nicht sterben. Oh Gott, nein, ich kann nicht sterben. Bitte, ich habe Frau und Kind. Käse, die Mama. Bitte, ich will leben. Gib mir meine Hände wieder. Schweig! Sagt mir einen guten Grund, warum euer Herz weiter schlagen sollte. Ich will leben, meine Frau. Gib mir mein Handy wieder zurück. Mama, ich will leben, ich will leben. Ich flehe sie an, bitte. Bin schon tot. Nun, sag du mir einen guten Grund, warum dein Herz weiter schlagen sollte.